Okay, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium heute mit Aufgabenblatt 7. Und ja, die erste Aufgabe, wenn ihr euch das angeguckt habt, da gibt es dann schon ein bisschen den Hinweis, man soll sich auf einer Wikipedia-Seite dazu einlesen. Es gibt hier einen Barcode, der eher in 13 kodiert ist. Was bedeutet das für uns? Naja, wir haben an sich einen Code. Erstmal so eine schöne Strichabfolge und eben die ERN13 oder jetzt Getin-Codierung, die sagt uns halt, was da eigentlich hintersteckt an Nummern und an Zahlen. Und ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr euch das bereits angeguckt habt. Ich habe auf jeden Fall mal von Wikipedia einfach mal die Tabelle rausgesucht, also genau das, was wir da auch sehen sollten, wenn wir dem Link folgen. Und wir sehen, es gibt erstmal im Muster eine Unterscheidung nach links und rechts. Ja, es gibt irgendwie links und es gibt rechts irgendwie Dinge. Und dann gibt es irgendwie die 13. Ziffer, die da nochmal kodiert ist. Weiß denn wer, wo hier jetzt, also wo unterscheiden wir denn? Wo können wir irgendwo erkennen, wo links und rechts ist? Was das bedeutet? Oder auch bisschen mehr, hat sich jemand schon ein bisschen mehr dazu eingelesen vielleicht? Wenn nicht, ist das auch gut. Wir haben in der Mitte eine ganz spezifische Abfolge von 0, 1, 0, 1, 0. Die 5 hier in der Mitte, die 5 Bits. Das gibt uns quasi an, dass das die Mitte ist. Genauso haben wir auch Hilfe für Anfang und Ende, nämlich die ersten Zeichen hier und die letzten. Das sind also eigentlich Hilfsmittel. Ich meine, vielleicht habt ihr das auf Barcodes manchmal auch gesehen, dass eben, dass ja auch etwas noch länger nach unten gezogen ist. Also es kann auch sein hier, ne, dass das alles, die eben länger sind, meistens, dass man halt eben schon erkennen kann, okay, das eine ist der vordere Teil, das andere ist der hintere Teil und die Hilfe zur Codierung, dass es sich höchstwahrscheinlich um die Getin-Codierung handelt. Ja. Dann haben wir eine Anzahl an Ziffern da dahinter kodiert. Und auch hier, naja, da haben wir auf dem Aufgabenblatt auch schon so ein bisschen so die Hilfe, weil das schon unterteilt ist. Wenn ihr da genau guckt, dann seht ihr da Striche, die euch so ein bisschen sagen, wo fängt eine Zahl an, wo hört eine Zahl auf. Und im Endeffekt kann man sich das eben anschauen und sagen, aha, die Strichbreiten sind unterschiedlich lang. Okay, die Strichbreiten sind unterschiedlich lang. Und dann gibt es halt eben weiß und schwarz. So, und dann ist halt weiß steht für die 0 und schwarz steht für die 1. Soweit, so gut. Und jetzt müssen wir als nächstes also wissen, wie viel Bit pro Ziffer stecken da eigentlich jeweils hinter. Und weiß nicht, hat jemand schon mal geguckt, wie viele Bits das jeweils sind? Ja, ich habe hier den Vorschlag 7. Genau, wir haben ja auch in der Tabelle, wenn wir uns das angucken, da gibt es für die Zahlen, ist natürlich ein bisschen gemein, wenn das da quasi schon ist, da haben wir für die Zahlen eben auch eine gewisse Anzahl Bits, die dann uns das jeweils angeben sollen. Also das heißt, wir haben jeweils
Schreib das mal hier irgendwie hin. Ne? 7 Bit pro Ziffer. Okay, wenn wir soweit sind, dann müssten wir, wenn wir das nicht vorgegeben haben, uns als erstes die Unterteilung des Ganzen natürlich noch machen und immer gucken, wo jetzt jeweils 7 Bit anfangen und aufhören. Und für unser Beispiel. Wir haben einen sehr breiten Streifen von na, insgesamt, jetzt müssen wir ein bisschen schauen, das ist wohl so das Breiteste, was es gibt. Also da, genau, das nächste ist nämlich die Frage, was ist eigentlich so das Maximum? Das größte Maximum, was wir haben können, sind Linienbreite 4. Und ja, wir haben natürlich immer mindestens einen von jedem. So, und dann können wir halt eben gucken, wo es uns am einfachsten fällt. Wir können eben einmal durchgehen und schauen dann. Wir haben, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Die erste Trennung, ich glaube, ich muss ein bisschen kleiner machen. Ich hoffe, ihr könnt das gleich noch lesen. Die erste Trennung wäre dann hier. Ja, also wir haben den sehr breiten Bereich, dann haben wir den, der ungefähr dem Breite 2 entspricht, Breite 1 und Breite 1. Und ich mache mal kurz die weiteren Trennungen rein. Ihr könnt ja schon mal euch angucken, was dann wohl auf der linken Seite die Zahlen sind. Also könnt ihr schon mal gucken, ob ihr rausfindet, was die erste Zahl hier ganz links ist. Dafür müsst ihr, weil wir auf der linken Seite von dem Code sind, natürlich bei Tabelle links gucken. Und dann könnt ihr mal raten, ob ihr wisst, welche das ist. Es gibt so ein bisschen 50-50. Dann gucken wir gleich mal. So, irgendwas schon eine Idee, was die erste Stelle hier sein kann? Wenn nicht, dann könnt ihr auch gerne sagen, was euch vielleicht noch unsicher ist. Wir haben eine Tabelle. Wir wissen, dass wir hier ein Muster haben, was sagt, wir gucken links. So, jetzt könnte es sein, vielleicht hakt ihr noch so ein bisschen bei dem Thema mit der Quersumme. Denn es gibt für jede Zahl auf der linken Seite zwei unterschiedliche Arten, wie sie kodiert sein können. Einmal hat man eine ungerade Anzahl an Einsen, einmal hat man eine gerade Anzahl an Einsen. Das ist der einzige Unterschied eigentlich. Insofern müssen wir versuchen, das hier möglichst genau abzuschätzen. Was ist das jetzt oder abzulesen? Wie gesagt, das erste ist die Blockbreite 3 und dann von dem Rest vielleicht mal ein Versuch. Wer traut sich vielleicht mal einen Vorschlag zu machen, welche Zahl dieser erste Block hier sein kann, also rechts von dem Grün und links vom nächsten Strich. Ich höre hier die 0. Genau, das ist die 0, denn wir haben drei Blockbreite oder drei Dreierbreite 0, also drei Breite weiß. Dann, das ist ein bisschen weniger, das ist dann wohl die 2. Die Zweierbreite, dann 2 mal 1. Und dann nochmal 0 und 1. Also dreimal die 0, zweimal die 1, 0, 1. Und das ist genau das hier oben in der ersten Zeile auf der linken Seite, was wir da haben. Ist eine ungerade Quersumme, weil wir da nur drei Einsen haben. Okay, das heißt, das ist die 0. Und wir sollten uns merken, dass das Ganze ungerade ist. Wofür wir das brauchen, gucken wir ganz zum Schluss dann. Okay. Vorschlag für die zweite Ziffer.
Okay, auch 0, aber gerade, genau. Genau, wir haben hier 0, 1, 0, 0 und dann dreimal die 1. Und das entspricht halt genau dem rechten hier, in dem Fall mit gerader Quersumme. Genau, richtig. Auch hier merken wir uns einmal, dass das gerade war. Gut, also auf der linken Seite stückchenweise durchgehen, gucken, wie breit das Ganze ist und dann ablesen. Außerdem gleich merken, gerade oder ungerade. Können ja einen letzten nochmal zum Test auf der linken Seite machen. Was wäre der nächste Block? Das ist 3 ungerade, genau. Okay. Gut, die nächsten gebe ich euch. Das ist 9 ungerade. 9 gerade und 4 gerade. Danach haben wir hier eben unsere Mitte, die das Ganze teilt in links und rechts. Und rechts auf der netten ist es ganz nett. Da gibt es immer nur gerade Quersummen. Also da brauchen wir uns da nicht so mit beschäftigen. Das macht es etwas einfacher vom Aufbau. Und auch hier vielleicht mal ein Test. Was würde hier der erste Block sein? Auf der rechten Seite. Der würde von hier wäre das dann, wenn ich das richtig sehe, starten. Genau, das wäre die 1. Also wir gucken, das sind 2 mal 1, 2 mal die 0. 2 mal 1 und nochmal 0. Und das aber jetzt eben hier in dieser Spalte abgelesen. Und dann sind wir hier oben bei dem in der zweiten Zeile. Das heißt, hier hätten wir eine 1 und gerade. So, auch da einmal kurz die nächsten weiteren. Wir hätten dann eine 5 und gerade. Wir hätten dann eine. Ich sehe gerade, dass ich schlau war. Wir hatten dann eine 5 nochmal gerade. Das haben wir zweimal hintereinander. Warte mal gucken. Das war bis. Nein, zu kurz. Oder zu weit. Die 5 ging bis. Hier und dann eben nochmal bis hier, also in 2 Fünfen. Dann kommt eine 4. Und dann nochmal eine 8. Wie gesagt, auf der rechten Seite alles gerade Zahlen. Okay, soweit so gut. Wir haben dann unsere einzelnen Ziffern. Und danach gibt es eine indirekt kodierte Ziffer. Und das ist die. Ja, welche ist das? Das ist die, die ganz vorne dann noch steht, die erste. Wie können wir die jetzt rausfinden? Dafür haben wir halt eben hier die Hilfe mit der Kodierung der 13 Ziffer. Und da sehen wir, da ist jetzt sehr wichtig die Unterschiede, wann haben wir ungerade, wann haben wir gerade Ziffern. Und die rechte Hälfte können wir natürlich dann auslassen, weil alles gerade ist. Aber das heißt, wir müssen, um die 13. Ziffer rauszufinden, müssen wir auf der linken Seite eben gucken, was die. Ja, was die 13. Ziffer ist, was dazu passt. Also, wir gucken uns die linke Seite an, gucken uns an, haben ungerade, gerade, ungerade, ungerade, gerade, gerade. Und das gibt uns dann an, welches die Ziffer ist, die wir hier noch haben, die noch mit zum Barcode dazu gehört. Hat jemand schon gefunden, welche Ziffer das ist?
Genau, das ist die 4, die dazu gehört. Und die wird dann eben auch so ein bisschen davor noch schreiben, die auf der richtigen Höhe noch schreiben wird. Okay, das heißt, wir haben linke Seite kodiert, wir haben rechte Seite, soweit es geht, kodiert und wir haben unsere 13. Ziffer kodiert. Was es jetzt noch gibt in dem Ganzen, ist eine Prüfsumme. Die ist normalerweise auch in dem Code, die ist eigentlich hier ganz rechts. Und da ist dann jetzt die Frage, wie berechnen wir das? Hat jemand sich schon vielleicht angeschaut, wie die Prüfsumme berechnet wird? Okay, vielleicht waren wir da eben zu schnell. Also die Frage ist nochmal, was ist jetzt diese 4? Ja, das ist in dem Ganzen kodiert, sind halt insgesamt 12 Ziffern über den Barcode direkt. Und es gibt halt eine Ziffer, die da nicht direkt kodiert ist, sondern die nur indirekt kodiert ist. Eben darüber, wie das mit ungerade und gerade ist. Und das ist eben die 4, die dazugehört. Ich habe jetzt gerade tatsächlich keinen. Irgendwann. Nicht, dass irgendwann nachher sagt, ich mache Schleichwerbung. Mal gucken. In der Kamera seht ihr das vielleicht gerade. Ne, ist natürlich zu verschwommen, wenn ich das jetzt mache. Schade. Also, wenn ihr euch einen Barcode anguckt, dann seht ihr meistens, dass da noch so vor diesen runtergezogenen Strichen am Anfang auch noch eine Zahl davor ist. Das ist diese indirekt mitkodierte Zahl. Ich stelle jetzt die Kamera nicht um, weil dann muss ich sie wieder zurück scharf stellen. Das geht nur schief. Das lassen wir, das kostet Zeit. Genau, guckt euch einfach mal zu Hause ein paar Barcodes an. Nicht alles ist getenkodiert. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, die SD-Karten, die ich hier liegen habe, die haben hier eine andere Kodierung. Das sehe ich schon. Aber auch da gibt es indirekt kodierte Ziffern drüber. Gut, trotz allem die Frage, es gibt noch eine Prüfziffer, das ist halt die, die hier rechts mit drin ist. Und genau, da haben wir einmal die Summe über die ungeraden Stellen. Plus dreimal die Summe über die geraden Stellen. Das wird zusammengerechnet und dann als nächstes damit die Differenz zum nächsten Vielfachen von 10. Na, also so ein bisschen zweischrittig. Wenn wir die Prüfziffer raus haben wollen, dann müssen wir gucken. Erstmal die Summen berechnen und dann müssen wir eine Differenzbildung machen. Und die Differenz ist dann eben unsere Prüfziffer. Das heißt für uns, wir würden hier die ungeraden Stellen nehmen. Das ist 0 plus 3 plus. Ach Quatsch, ungerade Stellen. Seht ihr, jetzt bringe ich es selber durcheinander. Nein, also ungerade Stellen in Bezug auf Position in dem Ganzen. So. Das hat jetzt wieder nichts mit den anderen Ungerade zu tun. Mann, Mann, Mann. So, nochmal von vorne. Na, wir kennen das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stellen haben wir in dem Ganzen. So, und da jetzt die ungeraden Stellen, also das heißt die erste, die dritte, die fünfte, die siebte, die neunte und die elfte Stelle. Das ist also 4 plus 0 plus 9 plus 4 plus
Plus. Plus 5, plus 4. So, da. Das müssten es eigentlich sein. 4, 0, 9, 4, 5 und 4. Plus 3 mal die an den geraden Stellen. Das ist 0 plus 3 plus 9 plus 1 plus 5 plus 8. Wenn wir das Ganze zusammenrechnen, das erste ist 26 plus, naja, 3 mal 26. Das heißt, wir kommen auf 104. Und die Differenz zum nächsthöheren Vielfachen von 10, das wäre 110. Das heißt, die Differenz zu 110 ist 6. Das heißt, unsere Prüfziffer ist die 6. Die müssten wir jetzt rein formal eigentlich auch hier eintragen, damit wir dann auch erst überhaupt einen vollständigen Code haben. Das heißt, wenn ich mir das hier angucke, mit der 8 hatte das aufgehört nach 3 Nullen. 3, das muss ungefähr hier gewesen sein. Und dann würde hier die Kodierung für die 6 kommen. Die Kodierung für die Prüfziffer 6, die zählt genauso wie alles auf der rechten Seite. Das heißt, sie würden wir. Die würden wir hier finden. Das heißt 1, 0, 1 und dann 4 mal die 0. Das ist ein bisschen. Wenn der Code vollständig wäre und ich nicht so schräg malen würde. Und dann hätten wir hier eine 1 an der Stelle von 1, noch eine 1 und der Rest sind 0. So. Währenddessen nochmal der Hinweis: bitte denkt daran, wenn ihr nicht gerade eine Frage stellen wollt, was ihr jederzeit gerne dürft, oder eine Anmerkung bewusst, denkt dran, euer Mikro zu muten. Genau, passiert immer mal wieder, kennen wir alle. Genau, so, dann war noch die Frage, warum nimmt man in der ersten Klammer die 5 und die 4 dazu? Weil das hier eben mit der Position zu tun hat. Ja, also, wir hatten eben das, wir haben da zwei unterschiedliche Sachen, die wir berücksichtigen müssen. Einmal, dass wir das berechnen mit Hilfe der Stellen. Also nein, einmal, dass wir halt auf der linken Seite für die Muster, für die Kodierung der 13. Ziffer unterschiedlich behandeln, mit gerade und ungerade. Und dann brauchen wir halt nochmal die Prüfziffer. Und da geht es um die Position. Also da wird immer von den, deswegen die ungeraden Positionen und die ungeraden und die geraden Positionen sich angeguckt. Das hat dann nichts mehr mit den ungeraden und geraden Quersummen zu tun. Ich weiß, es ist ein bisschen irritierend. Es gibt also zwei Unterschiede, ne? Es gibt einmal ungerade und gerade Quersumme für die Kodierung der 13. Ziffer und dann bei der Prüfsumme geht es wirklich um die Stelle und die Position im Code. Okay, das sollte eigentlich aber alles sein, was wir brauchen. So, Vollständigkeit halber, da ist die 6, die natürlich offiziell auch gerade ist, wie alles andere. Genau, das ist unser Code, den wir haben. Das ist eigentlich alles, was wir dafür brauchen für die Aufgabe 7.1. Die Tabelle gibt es nicht. Vielleicht wurde die auf Wikipedia rausgenommen. Das ist eine gute Frage.
Mal kurz gucken. Ja, okay, in Wikipedia ist das so ein bisschen mittlerweile sehr aufgeteilt. Sie haben da irgendwie noch die einzelnen Sachen. Ja, ich sehe schon auf Einzelnes aufgeteilt. Das ist ja. Also die gleichen Informationen gibt es an sich immer noch, aber alles nur hässlich aufgeteilter. Das wäre sehr schön. Oder schlecht. Also, was ich jetzt einmal machen kann, sonst an der Stelle, zumindest für kurzzeitige Hilfe, ich kann einfach mal ein bisschen reinzoomen, dann könnt ihr euch das sonst einmal rauskroppen. Und aber das sieht man jetzt ein bisschen besser. Dann müsst ihr euch sonst einmal kurz einen Screenshot davon machen als Hilfe. Aber die Informationen sollten die gleichen sein. Ich bin tatsächlich etwas irritiert, dass es nicht mehr da ist. Das ist jetzt allerdings dieses Jahr nicht nachgeprüft. Genau, die anderen Tabellen sind irgendwie nicht mehr so hübsch übersichtlich. Schade eigentlich. Gut, dann mal wieder zurück. Und es geht um boah, kanonische Formen. Schöne, spaßige Geschichte. Jetzt geht es nämlich doch mal ein bisschen logisch zu denken und ein bisschen Sachen umzurechnen und ein bisschen aufzupassen. Wir haben mit verschiedenen Variablen Funktionen. Ich mache natürlich das mal wieder mit ein paar anderen als denen, denen es diese Hausaufgabe gibt. Und da sollen jeweils kanonische DNF, kanonische KNF und Reed-Muller-Form notiert werden. So, ob die Variablen jetzt wie bei mir A, B und C heißen oder wie bei euch X3, X2, X1, ist an sich egal. Das sind dann halt eben unterschiedliche Beispiele. Also, fangen wir vielleicht erstmal an mit ein paar Grundlagen. Was wissen wir denn über eine DNF? Wie sieht denn eine DNF überhaupt erstmal aus vom Aufbau? Weiß da jemand was? Mal so ganz grob, erstmal nur die Grundstruktur, dass wir einfach wissen, wo müssen wir eigentlich hin? Vielleicht auch die Frage, was ist eine DNF? Ja. Genau. DNF steht für disjunktive Minimalform, disjunktive Normalform. Disjunktiv gibt uns auch ein wenig schon eine Hilfe. Genau, wer sich ein bisschen mehr mit Deutsch in der Schule beschäftigt hat, was Grammatik betrifft oder auch mit Latein, der kennt vielleicht bestimmte Wörter. Die anderen haben es vielleicht nebenbei verdrängt, Konjunktion und Disjunktion. Also disjunkt ist ja etwas, ist ja quasi eigentlich eher was Getrennteres, lose verbunden, konjunkt, also kon zusammen mit was Verbundenes. Kann man sich das auch vorstellen. Das heißt, was wir erstmal ganz grob wissen, ist, wenn wir eine DNF haben, dann haben wir diverse Terme, die durch Disjunktionen verbunden sind. Disjunkt, also das etwas losere Verbundene. So, es gibt die großen Hauptverbinder, das Oder und das Und, das Oder eben mit so einem V. Und das Oder bindet halt ja nicht so stark wie ein Und, ne? Ein Und ist relativ stark, greift zusammen. Ein Oder ist hat das oder das, ist ein bisschen lose. Also deswegen disjunktive Normalform. Auf der obersten Ebene haben wir Oder-Verbindung. Dann ist es nochmal so, dass wir in den Termen die einzelnen Variablen noch drin haben müssen. Und die wiederum sind, das wurde auch schon richtig gesagt, dann mit irgendwelchen Unds verbunden. Ne? Das Und sieht irgendwie, das sind dann halt die. Sieht aus wie so ein A mit vergessenem Querstrich. Ach, jetzt male ich auch noch ein A. Na toll.
Ne, und dazwischen stehen dann halt unsere Bezeichner, unsere Variablennamen. Also zum Beispiel habe ich jetzt hier in meiner Ausgangsformel, die wir uns heute angucken werden, haben wir a, also nicht a, ne, der Querstrich drüber, steht ja für das Nicht, die Negation. Nicht a oder nicht b und nicht c. Das heißt, ich habe hier eine Konjunktion und ich habe zwischen a und der Klammer eine Disjunktion. So, das ist für die disjunktive Normalform. Da darf also auf Klammerebene dann nichts mehr sein in den Klammern, was da noch irgendwie ein oder hat. Das oder muss alles auf der obersten Ebene sein zwischen den einzelnen Termen. So, das andere, was wir haben, ist die KNF, die konjunktive Normalform. Da sagt es eben der Name schon, Konjunktiv. Das heißt, ne, das zusammen verbundene hier. Da sagt man einmal A und schreibt man immer A. Dass das zusammen verbundene ist, ist eben unsere Konjunktion mit dem und. Und wir haben dann diverse Terme, wo dann irgendwo irgendwelche Variablen hier mit oder verbunden sind. Das ist so erstmal die Ausgangslage, wo wir am Ende eigentlich hinwollen. Also, wenn wir jetzt allerdings noch bei der kanonischen Form sind, dann müssen wir noch eins betrachten, nämlich dass wir für DNF und KNF in den Termen am Ende alle unsere Ausgangsvariablen drin haben müssen. Das heißt, wenn ich A, B und C habe, dann muss auch so ein einzelner Term hier aus irgendwie A und B und C oder vielleicht auch mit irgendwelchen Negationen bestehen. So. Und dann oder zum nächsten, keine Ahnung, das ist dann vielleicht alles negiert oder das ist irgendwie ein Teil negiert. Oder. Und deswegen sehen wir schon, weswegen das hier oben nicht reicht. Ja, das sieht ja erstmal hübsch aus. Auf oberster Ebene ist nur ein oder. Aber wir haben beim vorderen Term haben wir nur ein a. Da fehlen uns die Variablen b und c. Deswegen könnte man das als eine DNF bezeichnen, aber es ist keine kanonische DNF, weil eben nicht alle Eingangsvariablen in jedem Term berücksichtigt sind. Und das ist eben die Herausforderung, die wir hier haben. Die Malerform gucken wir uns dann an, wenn wir das gleich haben. Wir sollten stückweise vorgehen. Also. Machen wir hier wieder ein bisschen Platz. Okay. Also, wir haben unsere Ausgangsformel und wir wissen jetzt, dass wir für die Ausgangsformel auf so eine Form kommen müssen mit allen Eingangsvariablen. Und ja, in dem Zusammenhang ist dann vielleicht noch ganz praktisch zu wissen, dass es diverse Rechen- und Umformungsregeln gibt, die den Wahrheitswert nicht verändern. Ja, also, wie gesagt, es ist immer wichtig zu gucken, Wahrheitswert darf nicht verändert werden. Jemand eine Idee, welche Umformung einfachster Art es gibt, die man machen darf, ohne dass der Wahrheitswert verändert wird? Okay. Ja, genau. Es gibt die Möglichkeit. Wir schauen, da waren wir. Ich kann sagen, ich habe zum Beispiel eine Variable a und dann sage ich a und 1. Das darf ich immer machen, wenn ich quasi einen und 1 anhänge, denn das ist immer nur den Wahrheitswert von a entsprechend. Ja, also irgendwas und 1 kann nur dann wahr sein, wenn auch irgendwas, also das a wahr ist und ist sonst immer falsch, wenn a auch falsch ist. Das heißt, ich darf, wenn ich eine a habe oder eine einzelne Variable habe, darf ich auch
ein und eins dann, oder ein und true dazuhängen. Das ändert nichts. Ich darf auch ein oder null machen. Ja. Glaube ich, für uns jetzt hier noch nicht so hilfreich. Genau, den Morgen gibt es noch. Das können wir mal, das schreibe ich nur mal kurz dazu. Das mache ich jetzt nicht die ausführliche Geschichte. Das hatten wir schon. Das war das, wo sich dann ja auch das Zeichen umdreht. Und dann gibt es noch so ein paar weitere. Genau, so langsam geht es so richtig in Fahrt. Also, was brauchen wir auf jeden Fall noch aus diesen ganzen? Also, A oder A gleich A ist sehr hilfreich. Denn wenn ich eine Variable habe oder nochmal die gleiche Variable, dann ist sie nur dann true, wenn die Variable true ist. Das ist irgendwie relativ logisch und eingängig. Genau. So, jetzt gucke ich noch mal. Ich kürze jetzt noch mal einmal ab. Was ich gerne noch mit drin hätte, wäre A oder nicht A, das den Wahrheitswert 1 ergibt. Das kann man in beide Richtungen vielleicht gebrauchen manchmal. Weil wenn entweder das die Variable oder die negierte Variable, wenn ich mir das anschaue, dann eins von beiden wird immer stimmen, deswegen ist das immer wahr. Und was haben wir noch? A und nicht A. Also wenn ich quasi ein und dazu setze, dann ist es immer 0. Es kann halt nie gleichzeitig alles wahr sein. Muss ich gerade mal gucken, ob ich noch ein wichtiges vergessen habe. Ich glaube, das ist so fast das Wichtigste. Vielleicht noch einmal zur Schreibweise. Um so ein bisschen sich Platz zu sparen, macht man häufig, dass man, wenn man A und B hat, dass man den Verbinder trennt, wegfallen lässt und dann einfach nur AB schreibt, und dann so implizit dadurch aber dann noch ein und dazwischen ist. So, dann sparen wir uns das mal hier in die Ecke, gucken wir mal, ob wir damit auskommen. Und unser Ziel war eine DNF zu haben. Also, wie gesagt, wir haben ja das Problem. Wir haben zwar auf oberster Ebene einen Oder, das ist schön, aber wir haben noch nicht alle Variablen drin vor und nach dem Oder. Vor dem Oder fehlen uns noch B und C als Variable, nach dem Oder auf der Hauptebene fehlt uns in der Klammer noch ein A. Hat jemand einen Vorschlag, wie wir da jetzt vielleicht rangehen, wie wir das besser in die Richtung kriegen, was wir eigentlich brauchen? Okay, man könnte versuchen, hier irgendwas auszuklammern. Dann verlieren wir natürlich schön, dass wir auf unserer Hauptebene das Un schon da so direkt haben. Vielleicht nicht so der eleganteste Schritt an der Stelle. Wir können uns das ja stückweise sonst vielleicht angucken. Also wenn ich hier beispielsweise das Nicht-A habe, genau, da sehe ich das. Ja, ist im Chat ein bisschen schwieriger zu schreiben, das Ganze, aber ist genau richtig. Also wenn ich hier mein Nicht-A vorne habe, dann kann ich eigentlich auch sagen, ich mache das Ganze so, dass ich hier und 1 anhänge, weil das ist hier nach der ersten Regel, das ändert sich nichts.
Und das Ganze können wir auch beim hinteren Teil machen. B und nicht B und nicht C. Und die 1 erstmal ergänzt. So, und wenn ich dann, wie ihr das schon geschrieben habt, dann stattdessen dafür Variablen einsetze, dann kann ich hier halt eben sagen, ich habe mein Nicht-A und dann ist das, ne, welche Regel war das hier? Die hier, meine 1, wird ersetzt durch dann B oder Nicht-B, weil das eben auch dem Wert 1 entspricht. Das gleiche kann ich hier auch nochmal mit dem C machen. Das können wir sonst gleich mal gucken. Machen wir im nächsten Schritt. So, immer ein bisschen gucken, was noch zusammengehört, wo man vielleicht dann noch irgendwo was ausrechnen muss. Auf jeden Fall habe ich damit schon mal die ersten Variablen ergänzt und mir fehlt eigentlich vorne erstmal nur so ein C. Gleichzeitig kann ich hier nochmal gucken, dass ich das Ganze vielleicht dann auch schon mal ausklammer. So, wir gucken uns nochmal die vordere Klammer an. Wir haben jetzt ein Nicht-A und in Klammern B oder Nicht-B. Ja, jetzt können wir irgendwie Dinge theoretisch mit dem Morgen machen. Wir können auch einfach nur ausmultiplizieren. Das reicht an der Stelle nämlich schon, da wir netterweise dadurch ja auch schon das Ganze mitdrehen. Das kommt aber fast aufs Gleiche raus. Denn wenn ich hier. Wir erinnern uns, wie war das nochmal mit Multiplikation und so in normalen Zahlen? Also, wenn ich ein Nicht-A und B oder Nicht-B habe, dann ist es das gleiche wie ein Nicht-A und B. Ihr erinnert euch, ich kann hier aufgrund der Schreibvereinfachung das und einmal weglassen. Da habe ich einmal das Nicht-A mit dem ersten in der Klammer multipliziert und dann multipliziere ich das mit dem zweiten in der Klammer, genauso wie ich das auch in der normalen Schulmathematik gemacht habe. Und als Trenner habe ich dann das, was in der Klammer war. Das war dann das oder. Das zweite ist dann also nicht A und nicht B. Das ist jetzt unsere ausmultiplizierte erste Klammer. Und wir wissen natürlich, wir müssen hier noch das C hinzufügen. Also machen wir das einmal gleich. Auch hier können wir das und einmal weglassen, weil das stärker bindet als das oder, was gleich kommt. Machen also und C oder nicht C, was wir wieder ergänzen dürfen, weil das Ganze ja gleich 1 ist. Und haben damit quasi in dem vorderen Teil, wenn wir das dann nochmal wieder ausmultipliziert haben, haben wir ganz easy einmal unsere Variablen untergebracht. Im hinteren Teil hatten wir nicht B und nicht C und dann haben wir A oder nicht A angehängt. Auch da würden wir einmal gucken, das Ganze durchmultiplizieren. Um das vielleicht sich etwas einfacher vorzustellen, kann man sagen, ne, das und, ne, das durfte ich ja weglassen. Das macht es uns einfacher mit der Berechnung gleich, weil ich habe hier eigentlich nicht B und nicht C stehen und dann das in der Klammer. Und dann muss ich also das, was ich hier vorne habe, vor dem und, multiplizieren mit jedem einzelnen Term in der Klammer. Das heißt, ich habe einmal A nicht B nicht C. Also A und nicht B und nicht C.
Oder dass der zweite Teil hier nicht A mit dem hier vorne, nicht A, nicht B, nicht C. So, wenn ich dann soweit bin, dann müsste ich jetzt hier vorne noch einmal gucken, eben mit den Cs, was ich eben schon sagte, das Ganze einmal auch auszumultiplizieren. Und ich habe dann nicht A, B, C. So, ne, sollte ich vielleicht dazu was zu sagen. Wir haben ja jetzt hier ein Oder und wir haben hier ein Oder. Erinnert ihr euch noch an kreuzweise Multiplikation in der Schule? Im Endeffekt ist es genau das, dass wir einmal gucken, dass wir jeden Term mit jedem Term einmal multiplizieren. So, das heißt, ich würde eben anfangen mit dem Nicht-A und B und multipliziere das mit dem ersten Term in der hinteren Klammer. Oder dann Nicht-A und B multipliziere mit dem zweiten Term in der hinteren Klammer. Jetzt natürlich noch kurz hinschreiben. Das wäre dann nicht A, B, nicht C. Dann habe ich das nicht A und B abgehakt und jetzt muss ich noch den zweiten Teil der Multiplikation machen, dass ich hier das nicht A, nicht B nehme. Komme dann also zu nicht A, nicht B, C. Oder nicht A, nicht B, nicht C. Das ist alles, was ich hier vorne in dem vorderen Klammerbereich habe. So, jetzt weiß ich, dass das hier schon, das war eigentlich so alles vor dem Oder hier. Also aus unserem Nicht-A sind irgendwie jetzt vier Terme geworden. Das Schöne, was ich an den Termen sehe, da habe ich jetzt tatsächlich alle Variablen drin. Also ich habe das A drin, ich habe das B drin, ich habe das C drin in jedem Term. Manchmal negiert, manchmal nicht negiert. Und das ist erstmal gut. Das ist das, was ich für die kanonische DNF und auch kanonische KNF auf der untersten Ebene brauche. Nur dass bei der KNF halt eben andere Verbinder sind. Aber das kommt mir gleich zu. So, da ich dann schon weiß, dass das hier auch auf der höchsten Ebene ist, ist das und überall gleichwertig, das oder überall gleichwertig zu sehen zwischen den Termen und ich kann die Klammern hier schon weglassen. Und ergänze nur noch den zweiten Teil, den ich hier habe. Das war hier unser Teil. Nämlich, dass ich hier habe A, nicht B, nicht C. Oder nicht A, nicht B, nicht C. So, wer sieht jetzt, warum wir noch nicht hundertprozentig fertig sind mit dem Ganzen? Also wir haben jetzt hier unsere einzelnen Terme. Ich habe die Faust nicht besonders gut gesetzt. Die sieht man jetzt gerade nicht unbedingt. Ich mache die mal ein bisschen, mal die mal ein bisschen nach. Es wirkt alles so ein wenig, verschwimmt sonst ein bisschen. Wenn ihr das per Hand schreiben solltet, achtet einfach drauf, ein bisschen Abstand zu lassen. So, das sind ja die Vs zwischen unseren Termen. Genau, manche Terme sind doppelt. Das ist noch so ein kleines Problem. Was wissen wir über doppelte Terme bei oder? Also das kann ich machen, wenn ich A oder, genau, A oder A gleich A. Also da brauche ich das nicht. Alles, was irgendwie doppelt ist, das kann ich weglassen. Das heißt, alles bis auf ein im Endeffekt kann ich weglassen, wenn ich mit Oder-Verknüpfung arbeite. Und wir gucken uns halt an und wir sehen, dass wir hier das hier nicht A, nicht B, nicht C, nicht A, nicht B, nicht C, dass das doppelt ist. Und insofern würde ich den Kram hier einfach weglassen. Ist doppelt, brauche ich nicht und ich darf es auch nicht mehr haben. Also bei der kanonischen Form am Ende darf halt auch keine Doppelung mehr drin sein. Damit haben wir hier jetzt unsere kanonische Form. Wir haben alle Variablen drin in jedem Term. Wir haben auf der obersten Ebene nur Oder-Verknüpfung, das sind die roten, und die Oder-Verknüpfung besteht zwischen Termen, die in und Form verknüpft sind. Das sind eben die schwarz geschriebenen Terme.
Das ist eigentlich alles, was wir da haben. Okay, das also zur DNF. Also da am besten einmal gucken, wie sieht das aus mit unseren Verknüpfungen? Wo haben wir Oder-Verknüpfungen? Ist vielleicht auf der Hauptebene schon eine Oder-Verknüpfung? Das macht es natürlich einfacher. Wenn nicht, dann müssen wir dafür einmal sorgen, dass wir das irgendwie anders kriegen mit diversen Sachen wie dem Morgen oder unseren Umformungen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und dann müssen wir halt alle Eingangsvariablen in die Terme reinkriegen. Wenn wir gucken, vorne haben wir nur ein A. Okay, dann fehlt uns wohl noch Variable B und C in dem Fall. So, dann brauchen wir das Ganze nochmal für die KNF. Ich mache mal ein bisschen Platz bei dem Ganzen und ihr könnt schon mal überlegen, KNF, das war ja umgekehrt das Ganze, dass wir einfach nur, dass wir auf oberster Ebene und Verknüpfung haben und auf den Ebenen darunter. Oh Gott, und auf den Ebenen darunter dann die Oder-Verknüpfung. So, jetzt haben wir es hier auch. Ja, also, wir starten mit der gleichen Formel, nicht A oder in Klammern nicht B und nicht C. Und jetzt wollen wir also für die KNF auf der obersten Ebene in so eine Form kommen. Und Verknüpfung auf der Hauptebene oder Verknüpfung in den Termen. Vorschläge, wie wir vielleicht vorgehen können an der Stelle. Wir hatten da vorhin schon eine Idee, die können wir vielleicht wieder aufgreifen. Ja, genau. Wenn wir ausmultiplizieren, dann ändert sich ja unsere Verknüpfung. Na, also wenn wir quasi a mal, es ist ja im gleichen, wir kennen das ja mit a mal b plus c, dann kriegen wir ja auch auf ab plus ac und sowas in der normalen Mathematik. Machen wir also hier das Gleiche. Wir wollen von dem Mal auf der Hauptebene weg oder dem Oder auf der Hauptebene weg. Eine blöde Verknüpfung. Also wir wollen von dem Oder auf der Hauptebene weg, wir wollen das Und auf die Hauptebene. Also multiplizieren wir das Ganze doch einfach einmal aus am Anfang. Okay. Oh, kleinen Moment, irgendwie darf ich hier noch nicht den Stift nutzen. So wieder. Super, ich habe mir irgendwie die Ebene gesperrt. Dann. Das sieht doch besser aus. Okay, so. Was hatten wir gesagt? Ausmultiplizieren hatten wir gesagt. Dann haben wir also für unsere KNF ausmultipliziert das Ganze. Kommen wir auf. Ein. Nicht A oder nicht B und dazwischen
Ein und zwischen den Klammern. A, nicht A oder nicht C. Ja, das und kann ich wieder weglassen. Ist jetzt einmal nochmal der Vollständigkeit halber geschrieben, weil das ist dieses und, was da jetzt landet und das oder durch das Ausmultiplizieren an den beiden Stellen in den Klammern. Okay, das heißt, wir haben dadurch, durch reines Ausmultiplizieren, schon auf der obersten Ebene unsere Verknüpfung, die wir eigentlich haben wollen, das und für die konjunktive Normalform in der kanonischen Form. Und wie machen wir jetzt weiter? Wie können wir jetzt weiter vorgehen? Wer hat da Vorschläge? Was müssen wir machen? Worauf müssen wir achten? Welche Vorschläge habt ihr? Okay, genau. Wir gucken auf die Variablen. Wir sehen, dass wir links noch ein C brauchen, rechts fehlt uns noch ein B. Wie dürfen wir das ergänzen? Welche Rechenregel könnte jetzt greifen? Welche könnte uns helfen? Immer dran denken, dass wir ja nicht irgendwas an den Wahrheitswerten ändern dürfen. Naja, wir wollen was ergänzen. Wir haben das eben mit der 1 gemacht. Das war hier. Hier haben wir das mit der 1 gemacht, die wir ergänzt haben. Warum durften wir das machen? Naja, weil irgendwas und 1 ändert nichts am Wahrheitswert. Wenn ich jetzt allerdings beim Oder bin, nicht A oder nicht B und da noch ein Und ergänze, dann muss ich natürlich aufpassen, weil wenn ich dann jetzt sage, nicht A oder nicht B und 1, kriege ich eine Veränderung in den Wahrheitswerten an der Stelle. Was aber etwas einfacher ist, ist, ein Oder, ich will ja ein Oder ergänzen in den Klammern. Also an sich will ich hierbei bleiben, dass ich hier nicht A oder nicht B habe und dann jetzt irgendwie unser C dazu bringen kann. Und das bitte möglichst mit einem Oder. So, und genau da ist es nämlich so, was ich jetzt eigentlich ergänzen will, ist irgendwas, was dem Wahrheitswert 0 entspricht. Warum 0? Weil irgendwas oder 0 ist halt immer noch davon abhängig von dem irgendwas. So, und was ich bei 0 weiß, ist, das ist das gleiche wie eine Variable und die Negation von sich selber. Das heißt, wenn ich hier jetzt ergänze C und nicht C, dann entspricht das dem Wahrheitswert 0 und ich ergänze zu nicht A oder nicht B mit oder eine 0, ändere nichts am Wahrheitswert des Ganzen. Das gleiche kann ich dann auch dahinter machen. Habe mein nicht A oder nicht C und ergänze auf die gleiche Art und Weise mein B, indem ich dann eben sage B und nicht B, was halt dem Wahrheitswert 0 entspricht, deswegen ergänzt werden darf. Ja, und dann könnt ihr euch das schon vorstellen, nächster Schritt, reines Ausmultiplizieren. In dem Ganzen, da muss ich jetzt einmal ein bisschen gucken, wie kriege ich das Ganze eigentlich hin? Wie verbinde ich das? Also, wenn ich dann hier ein C und nicht C habe und das mache ich oder mit dem Ganzen, dann, ja, es ist ausmultiplizieren, ausklammern, was ist der richtige Begriff an der Stelle? Das ist auf jeden Fall so, dass ich es auseinandertrenne, meine Unverknüpfung. Also, ich habe hier im Endeffekt, ich habe im Endeffekt mein nicht A oder nicht B oder C. Und mein nicht A oder nicht B oder nicht C. Das ist dann das, was ich aus der ersten Klammer mache. Damit habe ich eben auch mein Und zwischen den beiden. Und das Ganze eben auch für die zweite Klammer.
Da haben wir dann nicht A oder, jetzt ist es schön, wenn man das einmal gleich sortiert, oder B oder nicht C. Wenn man Variablen in unterschiedlichen Reihenfolgen hat, macht man es sich nämlich nur schwieriger zu erkennen, das, was wir eben schon hatten, nämlich nach Duplikaten zu gucken, irgendwas, was man vielleicht rausnehmen will. Und das letzte ist dann noch nicht A oder nicht B oder nicht C. Und wir sehen dann, dass wir auch hier wieder Duplikate haben. Das zweite und das letzte sind die gleichen Terme. Davon dürfen wir einen weglassen, weil das am Wahrheitswert nichts ändert. Den lassen wir weg. Und der Rest ist dann unsere kanonische Normalform. Okay, also KNF das gleiche wie DNF, nur eben andere Verknüpfungsebenen. Auf oberster Ebene das und, in den Termen das oder. Und dann eben so ein bisschen gucken, wie ihr das Ganze ergänzen könnt, was wir halt brauchen. So, etwas spannender wird das Ganze mit dem mit der Riemann-Malla-Form. Die haben die meisten wahrscheinlich von euch noch nicht so irgendwo mal erlebt. Insofern, bei der Riemann-Malla-Form geht es darum, dass wir die Grund Also, dass wir die Formel, die wir haben am Ende, damit es eine kanonisch, nein, damit es eine Riemann-Malla-Form ist, dass sie nur aus den Grundverknüpfungen besteht von den Variablen. Was bedeutet jetzt Grundverknüpfung? Eine Riemann-Malla-Form wird je nach Variablen unterschiedlich aufgebaut. Wenn wir eine Variable, also null Variablen, dann gibt es halt nur den Wahrheitswert 1. Wenn wir eine Variable haben, dann gibt es die Terme 1 und x1. Auch hier theoretisch können die Variablen andere Namen haben. Wenn wir zwei Variablen haben, dann sind die Grundterme 1 für den Wahrheitswert 1, das True, x1, x2 und die Verbindung x2 und x1. Und dann mit drei Variablen eben alle Kombinationen, die wir haben können von den Dreiervariablen x1, x2 mit x2, x1, das wird dann ergänzt um x3 sowie x3, x1, x3, x2 und dann eben aus allen drei zusammen. Gibt da auch eine Vorschrift, Rechenformel für oder Rechenvorschrift, wie man das aufbaut. Das ist aber, glaube ich, das brauchen wir heute nicht. Wichtig ist erstmal, dass klar ist, für die Riemann-Malla-Form muss es so sein, dass nur entsprechende Terme hier existieren dürfen, die dann wieder XOR verknüpft sind. Also Riemann-Malla-Form ist eine XOR-Verknüpfung von Termen. Und da dürfen wir nur diese Grundterme haben. Wenn wir noch andere haben, dann ist es halt eben nicht eine gültige Riemann-Malla-Form. Auch hier gibt es ein paar Rechenregeln. Die sollten wir uns einmal angucken, die uns vielleicht so ein bisschen helfen können bei dem Ganzen. Und zwar haben wir da folgende. Erstmal, ach so, genau, was hatte ich gesagt? XOR, ne, das Symbol für XOR ist so ein Plus im Kreis. Das dürfen wir als Verknüpfung des Ganzen haben. Das ist die Hauptverknüpfung, so wie wir eben das AND oder das OR auf Hauptebene hatten. Des Weiteren ist eben das AND erlaubt. Oder die 1 oder halt eben die Grundverknüpfung von den Variablen. So, was wir machen können im XOR, wir können sowas haben wie eine Negation. Wenn wir eine Negation ersetzen wollen, wie nicht a, dann entspricht das dem gleichen wie a xor 1. Wenn wir eine Disjunktion ersetzen wollen, dann gibt es dafür die Regel aus a oder b.
wird. A XOR B XOR AB. Im Endeffekt also, ne, klingt auch relativ eingängig. Es ist einfach so, jede der einzelnen Optionen wird einzeln aufgeführt und halt nur für sich exklusiv gesehen. So, außerdem lohnt es sich manchmal eine Sache auszunutzen, wenn man das hat. Und zwar. Wenn wir sowas haben wie AXORA, also etwas mit sich selber XORt, dann hat das den Wert 0. Ja, weil etwas XORt mit sich selber, also exklusiv, eigentlich darf ja nur eine von den beiden Seiten wahr sein, damit es wahr ist. Das kann halt nicht funktionieren, wenn man es mit sich selber macht. Deswegen hat ein AXOR immer den Wahrheitswert 0. Und dann können vielleicht auch mal Dinge wegfallen. Okay, auch hier fangen wir wieder an mit unserer Ausgangsformel. Wir wollen also die Riedmüller-Form von nicht A oder nicht B und nicht C haben. Jemand Vorschläge, wie wir jetzt vielleicht vorgehen könnten, was wir machen könnten, damit wir in eine gültige Riedmüller-Form kommen können? Irgendwas, was nervig ist, wo wir schon sehen, das dürfen wir nicht haben, das können wir ersetzen. Okay, wir können ausmultiplizieren. Das ist eine Möglichkeit. Genau, das sollten wir auch irgendwann tun. Und was sollten wir noch tun? Was muss noch weg aus dem Ganzen? Das Oder ist hier falsch, richtig, genau. Also irgendwie müssen wir gucken, ob das Oder dann weg ist. Das könnte ja durch das Ausmultiplizieren dann rausfliegen. Und genau, ich sehe es ja auch schon, das Nicht-A, die Negation. Also die ganzen Negationen, die wir hier haben, die müssen wir auch ersetzen, weil die dürfen wir ja auch nicht haben. Gehen wir vielleicht einfach schrittweise durch. Nehmen wir einmal uns die Negation einmal vor. Also aus dem Nicht-A wird dann ein AXOR1. Aus dem nicht B wird dann ein BXOR1. Und CXOR1 aus dem nicht C. Also nur der Vollständigkeit halber, wir hätten jetzt auch erstmal ausmultiplizieren können und dann die Negation ersetzen. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt einmal das als erstes mache. Man kann gerade bei der Riedmüller-Form sehr gut durcheinander kommen und mit dem Weg jetzt so rum einmal gehen, dass wir erst das ersetzen, da kann ich jedenfalls 1 zu 1 prüfen, ob wir gerade richtig sind. Weil man, wie gesagt, mit sehr viel XOR unter anderem hantiert. Andersrum wäre aber genauso auch richtig. Da muss man eventuell nur ein paar andere Sachen dann beachten. Genau, also selbe Rechenregeln anwenden, nur dann halt eben zu anderen Zeitpunkten. So, wir haben das die Negation ersetzt, dann multiplizieren wir das Ganze aus. Jetzt müssen wir so ein bisschen gucken. Im Endeffekt ist das jetzt die Regel hier zur Disjunktion A oder B, die wir nutzen. Also wir haben einmal den Teil A, den Teil B und dann AB zusammen.
Der vordere Teil entspricht unserem A, der hintere Teil mit B und C und dem X-Orten entspricht dem Teil B. Das heißt, wenn wir es ausmultiplizieren, kommen wir auf AXOR 1. Das ist Teil A. XOR B. B ist die große Klammer hier. Und dann brauchen wir noch als drittes den Part hier, ne, XOR AB. Also das heißt, wir haben beides mit einer Unverknüpfung. Also haben wir AXOR 1, was der Teil von A ist. Unverknüpft mit dem Teil von B, was dann B XOR 1 und CXO 1 ist. So, das gehört da oben mit rein, aber gerade kein Platz mehr, ne? So, jetzt haben wir das schon sehr weit ausgedehnt. Was müssten wir wohl als nächstes machen? Was können wir als nächstes machen? Immer dran denken, wir müssen bei XOR, was hatten wir gesagt? Ne, das habe ich da gar nicht. In dem Fall tatsächlich gar nicht aufgeschrieben. Doch, da war das. Wir haben auf der obersten Ebene haben wir diverse Terms, die irgendwie aussehen. Und nur auf der obersten Ebene ist ein XOR. Nächster Term, XOR, nächster Term. Und die Terme dürfen nur so aussehen. Entweder steht eine Variable für sich oder es ist die 1 oder es ist eine Unverknüpfung von den Eingangsvariablen. So. Das passt ja noch nicht so ganz, ne? Seht ihr, wo das nicht so passt, wo wir nochmal auf jeden Fall ran müssen? Wo sind denn hier XOR-Verknüpfungen auf falscher Ebene? Das müssen wir uns vielleicht mal da irgendwie uns anschauen. Ja, in den ganzen Klammern haben wir XORs da drin und über den gesetzt quasi ist das und. Und das darf halt ja nicht sein, denn die XORs müssen höher sein als die uns und eigentlich dürfen die XORs auch nur auf der obersten, äußersten Ebene sein. Also müssen wir uns darum auch noch kümmern und diese ganzen Klammern beseitigen. So, wir fangen vorne erstmal an. Die erste Klammer ist relativ harmlos. Die kann hier erstmal bleiben. AXOR 1, alles in Ordnung. Und aufgrund der ganzen Rechnung mit den XORs können wir hier auch die Klammern weglassen. Das macht keinen Unterschied, ob ich das jetzt in oder außerhalb der Klammer habe. So, dann kommt die Klammer. Die müssen wir hier auflösen. Das ist wieder die kreuzweise Multiplikation. Also, das heißt, ich habe ein B und C, XOR B und 1, XOR 1 und C. XOR 1 und 1. Das ist die vordere Klammer. Dann kommt die zweite Klammer hier. Da müssen wir ein bisschen gucken. Das ist alles irgendwo. Na, an sich ist das ja noch eine ganz große Klammer. Halten wir vielleicht mal die erste hier noch und füllen erstmal die zweite aus. Also AXOR 1 war der Teil, den wir hier
vorne haben. Und dann haben wir hier BXOR1 und CXOR1. Das Ganze eben auch einmal so auflösen wie eben. Das heißt, wir haben BC, XOR, B1, XOR1, C, XOR1, 1. Und dann sehen wir ja schon, dass Gleichheitszeichen vergessen. Dann sehen wir schon, dass wir hier immer noch so ein Und haben über den XORs. Das heißt, die Klammer müssen wir auch nochmal auflösen. Und wir kommen insgesamt auf AXOR 1, XOR BC, XOR B1. XOR 1 C, XOR 1 1, das war das, was wir alles eben schon hatten. Und jetzt hier die Klammer aufgelöst. A, B, C ist das erste. Na, also wir machen jetzt A und verknüpft mit allen einzelnen Termen aus der zweiten Klammer. Das heißt, wir haben A und BC, A und B1. A und 1C. Und A und 1, 1. Und das gleiche müssen wir mit der 1 dann auch noch machen. Das ist dann 1BC, 1B1, 11C und 111. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele Terme. Erstmal ist das schon mal schön, dass wir auf oberster Ebene jetzt nur noch XOR-Verknüpfungen haben. Weil kann ich jetzt auch hier wieder sagen, okay, das ist jetzt nur noch alles XOR da drin und die Klammer kann ich auch weglassen. Aber die sehen nicht alle so ganz so aus, wie wir gesagt haben, wie sie hier aussehen sollen. Ja, das sieht irgendwie so ein bisschen hässlicher aus. Da ist irgendwie noch ganz viel mit Einsen drin, da ist noch ganz viel mit anderen Kram da drin. Und jetzt müssten wir da noch mal gucken, was müssen wir da eigentlich noch mal wegnehmen. Was dürfen wir dann zum Beispiel rauskürzen? Okay, also wenn wir sowas haben wie 1 und 1 und 1, das können wir kürzer schreiben, ja. Das ist im Endeffekt dann nichts anderes als eine 1. Wenn wir irgendwas haben, 1 und 1 und irgendwas, dann ist das ja auch nichts anderes als einfach nur 1 und C oder so. Also, ne, wenn ich ja 1 BC habe, ist das 1 und BC, also True und BC. Das ist dann nur dann wahr, wenn auch B und C wahr sind. Dann brauche ich den Rest dann auch nicht an der Stelle. Das heißt, wenn ich 1 mit irgendwas habe, kann ich das auch jeweils rausnehmen. Das würde, ich mache das mal, damit wir gleich noch Platz haben. Das heißt, wir streichen das weg. Wir streichen das weg. Hier bleibt nur eine 1 über. Da kommt eine 1 weg. Dann da kommt die 1 weg. Und die dürfen wir beide wegtun.
Okay, so, dann haben wir ein paar Sachen weniger. Und auch hier müssen wir halt nochmal gucken, wie sieht das eigentlich aus, wenn wir Sachen mehrfach haben. Es ist hier irgendwie relativ lang, das Ganze. Und ich hatte vorhin schon gesagt, wir sollen vielleicht auch gucken, wo können wir ausnutzen, dass wir a XOR a gleich 0 haben. Also wenn ein Term mehrfach vorkommt, gucken wir eigentlich, kommt der gerade vor, dann hebt es sich gegenseitig auf. Ne? Wenn eine gerade Anzahl vorkommt, kommt der zweimal oder viermal vor, dann fällt er komplett weg. Kommt er eine ungerade Anzahl Male vor, dann bleibt er halt einmal stehen. Also wenn er einmal, dreimal, fünfmal vorkommt, dann bleibt ein Term halt einmal stehen. Habe ich also a, xor, a, xor, a, dann habe ich das dreimal, dann bleibt ein a stehen. Habe ich a, xor, a, xor, a, xor, a, also vier a's xort mit sich selber, dann fallen alle vier weg. Seht ihr, wo wir hier noch was dadurch rauskürzen können? Also was da einfach wegfällt. Okay, BC ist zweimal, höre ich. Genau. Das haben wir hier und hier. Das fällt dann beides weg. Okay, und BC und A einzeln sollen auch alle jeweils zweimal sein. Dann müssen wir mal gucken, wo haben wir das? Hier haben wir einen A. Genau, am Anfang auch. Das heißt, das weg. Das weg ist das A. Dann haben wir hier einen B und da einen B. Das ist auch weg. Und auch weg. Und ein C ist hier einzeln. Und da einzeln. Ja, langsam wird es ein bisschen unübersichtlich. Wir haben noch was, was wir rauskürzen könnten. Genau, die 1 ist noch dreimal drin. Die haben wir hier. Hier und hier hinten. Und davon dürfen wir dann 2 wegnehmen. Weil die sich gegenseitig mit XOR aufheben und die dritte Ungerade, die bleibt dann bestehen. Okay, ich glaube, dann haben wir alles. Der Rest ist das, was wir dann noch aufschreiben würden. Und das hieße, wir haben eine 1, die noch über ist. XOR. Hier ist AC und AB, genau. Und die Verknüpfung haben wir. Und dann haben wir noch die Dreierverknüpfung A, B, C. So, und wenn wir uns das angucken, dann sieht das schon eher aus wie diese Art von Term hier mit einzeln die Variable oder die 1 oder halt eben eine Unverknüpfung von den Variablen. Und das ist dann tatsächlich auch die Riet-Müller-Form am Ende. Das heißt, bei der Riet-Müller-Form ist das ein bisschen anders als KNFDNF, ne? Zur Erinnerung, KNFDNF, da mussten alle Variablen dabei sein am Endergebnis. Hier, ne? Alle Eingangsvariablen in jedem Term drin. Das haben wir bei der Riet-Müller-Form nicht. Dafür muss es aber eben eine einfache Grundform des Ganzen haben. Ob die Riet-Müller-Form für jede Formel bildbar ist, ist hier die Frage. Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, der das unbedingt verhindert. Es ist nur eine Frage, wie lange man schreiben, rechnen muss, wie auch immer, bis man dahin kommt. Weil im Endeffekt muss man halt ganz viel dann umformen und vielleicht hat man danach irgendwie, keine Ahnung, 3 Seiten Formel oder so. Aber an sich müsste es machbar sein. Genau, was ihr für die Hausaufgabe beachten solltet, ist eben einmal, dass ihr da bei Teil B nicht alle Variablen drin habt. Das ist dann für DNF und KNF in der kanonischen Form natürlich relevant für euch. Die müssen dann noch dazu. Und B fängt an mit einer XOR-Verknüpfung, die Formel, die euch gegeben ist. Das ist natürlich etwas, was ihr dann bei KNF und DNF nicht als Verknüpfung haben dürft. Dann müsst ihr das halt einmal umschreiben.
in eine Form auch da umwandeln, dass ihr dann nur halt eben Oder und Unverknüpfung habt. Gut. So, das Thema ist etwas für jede Formel nutzbar, umbaubar. Das ist etwas, was uns so ein bisschen bei Aufgabe 3 auch vorkommt. Und ich fürchte, wir werden heute ein bisschen länger überziehen. Wie ich schon mal sagte, ich mache bis zum Schluss, solange noch jemand mitmacht. Ich will schließlich, dass ihr was lernt. Und ich habe keine, naja, keine relevanten anderen Termine. So, was wir haben als nächstes ist, dass wir uns angucken sollen. Wollen wir schauen? Nö, dahin. So, wir wollen uns angucken, dass wir mit Schaltgattern eine vollständige Basis bilden können. In der Hausaufgabe sollt ihr das mit NOR machen, mit der boolschen Funktion NOR oder mit den Schaltungen von NOR. Wir machen das jetzt mit NAND, weil das geht genauso. Nur halt eben ein bisschen anders. Aber dann gucken wir uns einmal an, wie das vom Grundprinzip her funktioniert. Ja, was wissen wir also? Wir haben ein NAND. Wenn wir so eine Aufgabe haben, sollten wir uns vielleicht angucken, was wir eben drüber wissen, was wir irgendwie, ja, was wir damit einfach schon mal anfangen können, bevor wir überhaupt irgendwas machen. Also, übers NAND wissen wir, es hat zwei Eingänge. Nennen wir sie mal A und B. Ja, in der Hausaufgabe habt ihr dann irgendwie x1, x2. So, und ein NAND wird so gebildet, ist ein negiertes Und. Das heißt, ich habe A und B und das Ganze ist negiert. So, man muss ja in der Hausaufgabe natürlich gucken, was bedeutet das eigentlich für das. Was bedeutet das für das, was ihr habt mit dem NOR? Wie sieht das eigentlich aus? So, es gibt dann dafür ein Schaltsymbol. Also wenn wir uns tatsächlich eine echte Schaltung auf Platinenebene angucken, dann ist das NAND so ein bisschen wie so ein D mit zwei Eingängen. Der Ausgang hat so einen Kringel dran, ist negiert, zeigt uns die Negation an. Ich weiß, es gibt noch eine zweite Art von Schaltsymboldarstellung. Beide sind an sich richtig, nutzt nur halt jeweils dann genau eine und mischt die Symbole nicht. So, das ist das NAND, der Vollständigkeit halber das NOR. Hat auch zwei Symbole. Ist dann mehr wie so ein, ich sag mal so eine Pfeilspitze. Kann die gar nicht so gut zeichnen. Auch eine Negation am Ausgang. Und der Ausgang ist dann natürlich halt eine Leitung. Und die Grundidee jetzt von der Aufgabe 7.3 ist, dass die diversen Funktionen, die da vorgegeben sind, wie das NOT, wie das OR und wie das AND, oder auch nochmal eine weitere Funktion, die ihr da habt, als Teil D, wie die dargestellt werden kann, dass nur das jeweilig erlaubte Schaltsymbol benutzt wird oder das Schaltgatter genutzt wird. Also jetzt für unsere Übungsaufgabe nur mit diesen NAND-Gattern und für die Hausaufgabe mit NOR-Gattern. Das ist so eigentlich die Idee, die dahinter steckt, dass man halt nur eine Art von Schaltgattern bräuchte. Genau. Und wenn wir uns dann zum Beispiel die Negation angucken wollen, wenn wir uns die Frage stellen, wie kriegen wir das hin, dass wir die Negation darstellen. Das heißt, ich will, dass an meinem Ausgang der Wert nicht A rauskommt. Ja, das heißt, hier soll nicht A kommen und ich habe potenziell meine beiden Eingänge A und B. Hat jemand eine Idee, wie ich jetzt das machen kann, dass ich das, was ich von meinen Eingängen kriege, irgendwie nutze, um dann durch das NAND auf eine Negation zu kommen?
Okay. Genau, also das Nette ist ja, ich kann einen Eingang auch mehrfach verwenden. Und das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, naja, wenn ich einen Eingang habe und den gleichen Eingang, das wird immer den gleichen Wert geben, nämlich A. Ne, A und A ergibt immer den Wahrheitswert von A. Und wenn der negiert ist, ergibt das dann halt immer die Negation von dem Wahrheitswert von A. Genau, so kann ich da eben rangehen, dass ich halt sage, wie kriege ich da, wie muss ich das Ganze belegen? Oder als als kleine Schaltzeichnung. Ja, so hier die Hadesymbolik. Ich habe meinen Eingang A. Der geht in mein NAND rein. Und der geht nicht nur einmal rein, sondern der geht zweimal rein. Und das Ganze geht dann in meinen Ausgang. Und mein Ausgang ist dann das negierte A. So, das wäre dann im Endeffekt dann die Zeichnung des Ganzen. Vielleicht an der Stelle nochmal den Hinweis, ne? Es gab bei Schaltzeichnungen die Möglichkeit, dass Linien sich so kreuzen. Das heißt, dass sie nicht verbunden sind. Und dann gibt es Möglichkeiten, dass wir da Kreuzung oder eine Abzweigung haben. Abzweigung haben wir jetzt hier mit so einem Punkt drauf. Das ist die deutliche Markierung, dass das eine Verbindung gibt zwischen den entsprechenden Wegen hier. Okay. Genauso überlegen wir uns jetzt so ein bisschen, wie können wir vielleicht an das Und rangehen. Ne? Und ist einfach eigentlich ja ein A oder B. Auch hier eben die Frage, ob wir da irgendwie. Okay. So, ich habe hier den Vorschlag Nans. Und das könnten wir dann mit nutzen in Verbindung, dass wir vielleicht die Nots schon kennengelernt haben. Genau, also was wir machen können bei sowas ist natürlich aufbauen auf dem, was wir schon gelernt haben. Und etwas, was den Wahrheitswert nicht verändert, was wir auch wissen, ist ja, wenn ich eine doppelte Negation mache, dann habe ich immer noch den gleichen Wahrheitswert. Und aus dem Ganzen. Ne, so, das sieht erstmal gut aus. Jetzt muss ich halt nur noch irgendwie einmal gucken, wie kriege ich das jetzt vielleicht irgendwie hübsch auseinandergezogen? Ach ja, die Negation kann ich ja wieder durch ein Und ersetzen des Ganzen. Und so ziehe ich das eben auseinander, habe dadurch zwei Nans, die ich nutze. Also ich habe dann ein A Nan B und ein A Nan B. Das ist jetzt quasi, dass ich die obere Negation hier nutze und sage, dass darunter, ne, so wie hier mein Nicht-A, ist dann also mein Nicht-A ist dann A und Nicht-B. Und ich das Ganze so auseinanderziehe. Und dann habe ich hier die große Negation. Und damit habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe hier ein Nand, da habe ich ein Nand und das Ganze an sich ist auch noch ein Nand. Das heißt, ich habe insgesamt drei Nands, mit denen ich das Ganze dann darstellen könnte. So, das wäre jetzt hier A. Das wäre B, unsere beiden Eingänge. Und jetzt brauche ich meine Nans und muss ein bisschen aufpassen, welches wo reingeht. Das ist übrigens auch so ein kleiner Tipp, wenn ihr erstmal versucht habt, mal rauszufinden, okay, wie baue ich jetzt eigentlich eine Schaltung auf, dann
wo ich die Linien ziehe, meistens ein bisschen gucken, wo muss was rein, welche Gatter kann ich setzen, was weiß ich. Ich habe hier ein Nähend, da ein Nähend, ich habe ein großes Nähend am Ende. Dann male ich hier schon mal das Endnähend hin. Ich habe meine Eingänge, das weiß ich auch relativ gut. Und ich habe irgendwie hier meinen Ausgang. Und dann muss ich danach dann erstmal in aller Ruhe nur gucken, wo ich jetzt welche Linien setze. Finde ich jedenfalls einfacher so rum. So, was weiß ich? Genau, der Endausgang, der geht in das A und ist mein Ausgang. Da kommt dann A und B raus. Und jetzt muss ich gucken, hier in das eine Nähen kommt A und B. Und in das andere kommt auch A und B. Das heißt, ich muss nochmal einmal jeweils einen Wert abnehmen. Immer dran denken, dass ihr nicht von dem Eingang direkt den Wert abnehmt, sondern eben auf der Leitung selber dann nochmal eine Abzweigung macht. Und eben die deutliche Markierung. So, und das Ganze in mein Ausgangsnäht rein. Das wäre dann auch schon die Schaltung sogar dafür. Genau, das ist das Vorgehen, was ihr halt eben machen sollt für die Hausaufgabe, nur halt eben mit NOR-Schaltung. Deswegen guckt euch an, was habt ihr vorgegeben an, was sollt ihr darstellen? Braucht ihr jeweils alle Eingangsvariablen oder braucht ihr nur einen Teil der Variablen? Gegebenenfalls müsst ihr gucken, ob ihr das irgendwie nochmal umformen müsst. Also ich sag's mal so, A, B und C ist wirklich maximal drei Zeiler, wenn man so will, bevor man dann die fertige Schaltung quasi hätte. Und D kann es sein, dass es vielleicht fünf Zeilen oder so braucht, kurze Umformung, aber halt eben klein und kurz. Das Ziel ist, wie gesagt, immer darauf zu kommen, dass ihr das ersetzt, dass ihr nur das eine Schaltgatter dann habt. Okay, dann kommen wir noch einmal zum ganz anderen Thema zum Schluss. Wobei es hat auch was mit Schaltung zu tun. Es geht um Schaltfunktionen und KV-Diagramme. Und zwar habe ich eine Tabelle mitgebracht. Wir haben mehrere Eingänge und wir haben einen Ausgang. Ausgang sei jetzt hier mit F benannt. Die Eingänge, wie ihr seht, ist das eigentlich nur eine Durchzählung, einfach hochgezählt wieder von 000 über 001 oder 0001 bis hin zu alles 1. Und dann gibt es unterschiedliche Ausgänge. Wir wissen nicht, was da für eine Schaltfunktion hintersteckt, die uns genau diese Wahrheitswerte ausgegeben hat. Brauchen wir für die Hausaufgabe auch nicht wissen. Wichtig ist nur, dass wir eben bestimmte Ausgänge haben. Hier natürlich ein paar andere Beispiele als Beispielswerte als in der Hausaufgabe. So, das Ganze soll jetzt in ein KV-Diagramm übertragen werden und dann in disjunktive und konjunktive Minimalform gebracht werden. Wer weiß denn, wie so ein KV-Diagramm aussieht? Was wissen wir denn darüber? Wie sieht so ein KV-Diagramm überhaupt aus? Mal, dass das schon in der Vorlesung dran war. Ja, ist das dieses Viereck? Genau, das ist die richtige Frage. Das ist so ein Viereck. Oder eigentlich genauer gesagt ein Rechteck, weil es das mit unterschiedlichen Anzahlen von Variablen gibt. Also Karnaugh-Fitch, irgendwie so wird das be beschrieben. Karnaugh-Fitch-Diagramm. Sagt eigentlich jeder nur KV-Diagramm. Und da haben wir die entsprechenden Ausgangswerte und wir haben die Eingangswerte. Also ich habe da mal was vorbereitet, kopiere mir das mal kurz rüber. Also ich kann da so ein schönes Viereck haben, weil ich nämlich eben alle Eingangswerte damit drin habe, alle Eingangsvariablen. Die werden an die Zeilen und Spalten gesetzt. Und da muss man ein bisschen gucken. Es fängt tatsächlich an, dass ich für die Zeilen von links nach rechts sage, es ist x3, x2. Und für die Spalten die Bezeichnung x1, x0.
Jetzt sehen wir schon, dass das hier natürlich vier Variablen hat. Und deswegen sagte ich, ein KV-Diagramm ist ein Rechteck. Es gibt auch KV-Diagramme für drei Variablen. Das haben wir hier zum Glück nicht. Dann ist das kein 4 mal 4, sondern dann ist das ein 4 mal 2 oder 2 mal 4, je nachdem, wie man das bezeichnet. So, wir haben die Eingangsvariablen. Was gehört noch zu diesem Rechteck? Wir haben die Belegung der Eingangsvariablen. Die schreiben wir nämlich auch dran. Das heißt, wir haben 0, 0, 0, 1 und Achtung, 1, 1, 1, 0. Ja, wir erinnern uns wieder, das war, wie hieß das noch? Einschrittig zyklisch. Genau, das war's. Das heißt, die Wahrheitsbelegungen sind einschrittig zyklisch. Auch hier auf den Spalten 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Und übrigens, das zyklisch ist insofern natürlich auch ganz wichtig und spannend, als dass das für uns auch bedeutet, so ein KV-Diagramm ist nicht nur so 2D, sondern quasi es wrappt immer außenrum durch diesen Zyklus. Das ist gleich ganz praktisch, wenn wir damit Dinge tun. So, erstmal wollen wir aber dann unsere Wahrheitswerte übertragen. Das heißt, wir haben Beschriftung für das Ganze, wir haben die Belegung für die Beschriftung. Und jetzt müssen wir halt eben gucken, was kommen da jeweils für Werte rein. Und dafür lesen wir in der Tabelle ab. Ich habe hier ein bestimmtes Feld, also zum Beispiel, nehmen wir das hier mal. Dieses Feld, erste Zeile, letzte Spalte, steht für die Belegung, x3 und x2 haben den Wert 0 und x1 und x0 haben. Da ist es so, dass x1 den Wert 1 hat und x0 den Wert 0. Also x1 hat den Wert 0, 1 und alle anderen haben den Wert 0. Und dann muss ich in der Tabelle halt eben gucken, was ist der Wahrheitswert hierfür und den genau übertragen. Also wer kann mir sagen, welcher Wahrheitswert für genau dieses Feld hier, erste Zeile, letzte Spalte, das wäre? Genau, das wäre die 1. Nämlich 0, 0, 1, 0. Das ist dann hier. Und das würde ich dann halt eben übertragen. Kleiner Test mit was anderem. Hier unten 1, 1, 0, 1. Welcher Wahrheitswert gehört hierzu? Genau, das ist auch die 1. Das ist dann hier unten die Zeile, die drittletzte. Genau, das mache ich mit allen. Das übertrage ich einmal schnell. Das wären die drei Nullen. Dann habe ich hier Einsen. 1, 1, 0, 0. Und das war auch nochmal 1, 1, 0, 0. Okay, das ist das Erste. Wie gesagt, einfach ablesen aus der Tabelle und das Ganze ins KV-Diagramm übertragen. Wenn ich das Ganze habe, dann kann ich anfangen, endlich mich um disjunktive Minimalform und konjunktive Minimalform zu kümmern. Denn die kann ich jetzt wunderbar schön aus dem Ganzen ablesen. Dafür nutze ich eben das KV-Diagramm, dass ich eine Minimierung von disjunktiver Normalform und konjunktiver Normalform mache. Und was brauche ich, wenn wir mit der DNF, genau, fangen wir mit der DNF an. Was brauche ich dafür? Wie komme ich jetzt an meine DNF? Weiß das schon wer für euch? Ich habe mein KV-Diagramm und ich will an meine DNF. Da muss ich was machen. Manche verbinden das auch mit Schuhen oder Geschenken. Ja, genau, man kann es sagen, in Grüppchen packen. Also wir machen Schleifenbildung. Und zwar müssen wir immer gucken, je nachdem, was wir halt machen, ob wir bei DNF oder bei KNF sind. Bei DNF brauchen wir die Einsen in Schleifen. Und die Schleifen müssen immer ja, möglichst gerade sein. Da darf irgendwie keine Ecke da rein. Und es müssen immer Schleifen in der Größe einer Zweierpotenz sein. Das heißt, eine Schleife darf die Größe 1 haben, sie darf die Größe 2 haben, sie darf die Größe 4 haben und sie darf die Größe 8 haben.
Warum diese Zweierpotenzen? Das hat dann damit zu tun, dass wir sie möglichst groß dann auch machen. Also dadurch möglichst wenig Variablen am Ende drin brauchen. Okay, hat jemand Vorschlag für eine Schleife, die ich hier gut nutzen könnte? Ich will jetzt Einser in Schleifen packen. Also wo könnte ich vielleicht eine schöne Schleife langziehen? Die dürfen nicht um die Ecke gehen, genau. Also jede Schleife muss ein Rechteck sein. Die unteren vier, genau, ich kann die unteren vier nehmen. Also zum Beispiel die hier. Das wäre eine richtige Schleife. Und ich muss für die DNF, ich muss alle Einsen in irgendeiner Schleife haben. Schleifen dürfen sich auch überschneiden. Sollen halt nach Möglichkeit möglichst groß jeweils sein. Grundsätzlich aber erstmal richtig. Ich habe hier die vier nur drin. Ich dürfte nicht die beiden hier oben noch mit dazu nehmen in die Schleife, denn das wäre keine Zweierpotenz, weil 6 eben nicht durch eine Zweierpotenz zu bilden wäre. Damit würde ich dann das nicht mehr als Minimalform am Ende rauskriegen. Genau, Vorschläge für weitere Schleifen. Die ganze zweite Reihe, genau, das kann ich machen. Und dann kann ich noch die vier in der zweiten Spalte nehmen. Genau. Jetzt könnte man sagen, hey, warum nehme ich nicht einfach nur die 1? Dann habe ich doch alles. Einfach durch die Überschneidung mache ich das Ganze minimaler und ich werde eine Variable weniger brauchen an dieser Stelle. Gut. Aus dem Ganzen kann ich jetzt meine DNF ablesen. Das heißt, ich könnte kann jetzt eben gucken und würde bei den Variablen eben schauen, welche brauche ich und welche fallen weg. Also ich mache mal ein Beispiel hier. Wenn wir uns die zweite Zeile angucken, dann sehe ich, dass für diese Zeile x3 immer den Wert 0 hat und x2 immer den Wert 1. Das heißt, es ist so, dass ich hier immer ein nicht x3 habe, weil das immer den Wert 0 hat. Und ich habe ein x2, weil das immer den Wert 1 hat. So, und dann gucke ich mir hier oben x1, x0 an und ich sehe, dass ich hier bei bei x1 sowohl 0 als Wert habe, als auch den Wert 1. Das heißt, es ist für meine DNF, für meine rote Schleife oder für die zweite Zeile hier, ist es egal, welchen Wert x1 in der Eingangsbelegung hat. Deswegen fällt das weg und ich brauche es nicht zum Beschreiben dieser Schleife. Das gleiche gilt dann auch für x0. Auch hier habe ich Werte wie 0, 1, 1, 0, also alle Werte da drin, 0 und 1. Und deswegen ist tatsächlich nicht x3 und x2 schon die Beschreibung meiner Schleife in der zweiten Zeile. Jetzt gerne mal. Versucht mir noch mal zu beschreiben, in dieses Rechteck unten links hier, das blaue Rechteck, wie das zu beschreiben wäre. Wie würdet ihr das beschreiben? Was müsste ich da hinschreiben? Welche Variablen brauche ich für das Rechteck, brauche ich für das Quadrat unten links und welche Variablen brauche ich nicht? Ja, die ich nicht brauche, weil sie mit beiden Eingangsbelegungen vorkommen, sowohl mit 0 als auch mit 1, die fallen weg und ich schreibe nur die anderen hin. Da, wo es 1 ist, schreibe ich es als normal hin. Da, wo es 0 ist, schreibe ich es als negiert hin. Also das Quadrat hier unten links. Welche Variablen brauche ich? Wie ist die Bezeichnung für diese Schleife?
Okay, genau. Mindestens x3 schon mal. Genau, wenn wir uns das angucken, dann sehen wir für die Zeilen, x3 ist bei beiden der Wert 1. Das heißt, wir haben das x3 da drin. Und genau, nicht x1 ist das andere. Also x2 ist mit 1 und 0 drin, fällt weg. x1 ist beide Male der Wert 0. Das heißt, das bleibt bestehen. Und x0 hat mit dem Wert 0 und 1 ist es so, dass es auch wegfällt. Und damit ist die Beschreibung für die Schleife x3 und nicht x1, das nicht vergessen. Genau, was ich nicht gesagt hatte, wir sind ja bei der DNF, also disjunktive Normalform. Wir erinnern uns, die Beschreibung war so, dass dann auf der obersten Ebene die Oder-Verknüpfungen sind und dass die einzelnen Terme intern dann und verknüpft sind. Das ist das, was wir dafür dann eben halt eben uns einfach merken müssen, wenn wir es ablesen. Und die letzte Schleife hier oben rechts, die zwei Einsen in der grünen Schleife. Was machen wir damit? Okay, genau, wir sehen hier vorne, es ist nicht x3. Und bei den anderen beiden, genau, da habe ich hier, ne, nur eine Spalte, aber da muss ich halt dann eben genau das ablesen, was da steht, genau richtig. Das heißt, ich habe noch einmal x1, weil x1 den Wert 1 hat und ich habe nicht x0, weil x0 den Wert 0 hat. Okay, das ist es dann auch. Das ist die DNF und damit haben wir die dann auch einfach abgelesen. Also DNF aus dem KV-Diagramm Einsen in Schleifen, das Ganze entsprechend ablesen, wie es da dran steht. Dann sollen wir das Ganze aber auch mit der KNF machen. Und deswegen ja, ist es so schön auf dem Jahrmarkt. Und noch eine Runde. Gleich mal gucken. Nein, nein. So, die Ebene hier. So, KNF das gleiche. KNF ist im Endeffekt sehr ähnlich zur DNF. Der Unterschied, wir machen das Ganze mit den Nullen. Das heißt, wir müssen jetzt die Nullen einkreisen und wir müssen umgekehrt ablesen. Das heißt, da wo wir Sachen bisher als eine Null am Rand abgelesen haben in der Belegung, müssen wir das dann negiert aufschreiben. Das heißt, wenn ich einen 0 bei x3 habe, schreibe ich x3 hin, weil das die Negation davon ist. Und wenn ich dann eine 1 dann habe für x3, dann schreibe ich nicht x3 hin. Das ist so der Unterschied zur KNF. Vorschläge für, na, ich sag mal, ein oder zwei Schleifen wenigstens. Wie gesagt, jetzt die Nullen einschleifen. Genau, auch hier wieder Zweierpotenzen. Ja, danke für die Nachfrage. Das gilt bei beiden. So, wir haben unten die 4 in der Ecke. Genau. Die können wir einmal nehmen. Außerdem haben wir oben zwei Zweierschleifen. Da müssen wir eben wieder darauf achten, dass wir halt nur ne, eben die Zweierpotenzen nehmen. Dann muss das halt auch einzeln sein.
Okay. So, und dann, wie gesagt, auch hier einmal die Schleifen ablesen. Fangen wir mal wieder mit der großen an, unten rechts in der Ecke. Wie gesagt, ablesen, so wie eben, nur dass wir einmal umgekehrt ablesen von den Belegungen. Das heißt, da, wo wir das eben als 1 behandelt haben, als da schreiben wir das als normal hin, da müssen wir es jetzt als negiert hinschreiben. Und wo wir es eben negiert bei einer 0 hingeschrieben haben, müssen wir es einfach nur als Eingangswert direkt hinschreiben. Ein Vorschlag für die Schleife hier unten. Okay, ja, genau, fängt schon mal richtig an. Nicht x3 habe ich hier, weil x3 hat beide Male den Wert 1. Das heißt, das muss ich einmal negiert aufschreiben als nicht x3. Und welche Variable brauche ich noch an der Stelle? Nicht x1. So, genau, jetzt muss ich einmal aufpassen. Ich bin bei der KNF, das heißt konjugiert, ne, kon zusammen. Das heißt, auf oberster Ebene waren die Und-Verknüpfungen. Und in meiner Klammer habe ich dann die Oder-Verknüpfung. So, und das ist oder nicht x1. Denn x2 ist mit beiden Werten vertreten und x0 ist mit beiden Eingangswerten vertreten. Aber ich habe noch x1, das ist beide Male 1, dann ist es nicht x1. So, genau. Ich glaube, dann habt ihr das Prinzip auch verstanden. Ich gebe euch einmal die rote Schleife und die ist ein bisschen länger wieder. Also je kleiner die Schleifen, desto mehr Variablen müssen wir auch immer aufschreiben für jede Schleife. Und deswegen wollen wir halt eben möglichst große machen. Wir haben hier x3 oder x2 oder x1. Denn das Einzige, was wir bei der roten Schleife oben links ausschließen können, ist x0. Weil x0 mal 0 und mit mal mit 0 und mal mit 1 reingeht. Und als letztes haben wir noch die grüne Schleife. Das ist die kleine hier oben. Da sind die Werte x3 oder x2 oder nicht x0. Genau, ihr seht schon, dass ich hier ein bisschen mit Farben arbeite. Entschuldigung, für mich auch schon spät. Das hilft, so ein bisschen Übersicht zu bewahren, so ein bisschen auch zu gucken, was eigentlich wozu gehört. Ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt vorgeschrieben, aber wie gesagt, macht es halt deutlich einfacher, sowohl für euch, während ihr das bearbeitet, als auch zur Kontrolle für diejenigen, die das kontrollieren. Genau, KV-Diagramme, gerne beliebter Teil, der an vielen Stellen immer in Aufgaben vorkommt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn wir nächste und oder übernächste Woche nochmal mit KV-Diagrammen was zu tun haben. Einfach weil das von dem Prinzipiellen eben eine schöne Sache ist, um zu gucken, wie kann ich denn eine Schaltung minimieren. Wir haben jetzt schon mit einer gegebenen Wahrheitstabelle angefangen. Das heißt, wir hatten das schon, aber man kann halt eben auch aus einer Aufgabenstellung raus sich die erst aufstellen und daraus dann das KV-Diagramm machen und dann eben gucken, wie kriegt man dadurch halt minimiert, dass man sagt, auch eigentlich brauche ich ja nur diese drei verschiedenen Fälle mit Schaltung abbilden. Ne? Also ich vermute, dass wir nächstes Mal dann nochmal komplett drauf gucken. So, was wir heute noch drin haben, ist das Thema der Vereinfachung durch Don't Chaos. Also angenommen, wir dürften irgendwie was ändern. Erstmal mit der Disjunktiven, da war sie. Mit der disjunktiven Normalform. Also angenommen, wir dürfen hier jetzt sagen, oh, wir ersetzen was von den Nullen durch Einsen. Also sagen wir mal, angenommen, wir dürften eine Null durch eine Eins ersetzen, um eine größere Schleife ziehen zu können. Welche Null würden wir dann gerne ersetzen? Da jemand eine Idee, welche Null würden wir gerne ersetzen, um dann die disjunktive Normalform zu vereinfachen? Genau, oben rechts, die zweite von rechts. Also dieses Feld hier würden wir gerne mit einem Don't Care ist so ein Stern, ersetzen.
Don't cares, wenn wir das haben. Die dürfen in Schleifen sein oder auch nicht. Das können wir dann immer selber entscheiden. Die müssen nicht drin sein, die können aber drin sein. Und in dem Fall würden wir natürlich wollen, dass sie drin ist, weil wir dann halt sagen, hey, wir machen unsere Schleife größer, die hier oben, die grüne Schleife. Und dann hätten wir hier nämlich zusätzlich von x0 den Wert 1 mit drin. Und dann ist x0 mit 0 und mit 1 drin. Und dann würde halt genau dieser Term hier wegfallen und die Schleife würde. Warum sagt denn keiner, was das da an Un fehlt? Die Schleife würde dann halt beschrieben werden, nur noch mit nicht x3 und x1. Also darum geht es quasi in 7.4b zu ersetzen. In dem Fall dann bei der Hausaufgabe zwei Nullen durch Don't Cares zur Minimierung. Und wir können das gleich auch noch mal kurz mit der KNF machen. Hier wäre es dann so, dass wir gucken würden, wir wollen eine 1 ersetzen oder. Ja, genau, wir wollen eine 1 durch eine 0 ersetzen. Ein Vorschlag, welche wir da vielleicht ersetzen würden. Genau, da würden wir am liebsten natürlich hier oben rechts die ersetzen. Wenn wir das Ganze machen, dann können wir hier eine, mach das mal neu, können wir hier nämlich die ganze Zeile als Schleife markieren. Und das würde bedeuten, dass wir hier das Feld weg, das Feld weg. Und wir haben dann nur noch die Beschreibung nicht x3, nicht x2. Nee, x3, x2 oder x2, Entschuldigung. Ist ja beide Male 0. Ja. Und dann hätten wir quasi statt zwei Termen mit drei Eingangsvariablen, die wir berücksichtigen müssen, nur noch einen Term mit zwei Eingangsvariablen. Da kann man sich natürlich fragen, darf ich denn eigentlich das so mal eben ersetzen? Nee, natürlich normalerweise nicht, wenn das nicht so eine Aufgabenstellung ist. Aber man kann halt den Gedankengang eben gehen, dass man sagt, okay, wie komme ich denn da auf den Wert? Was beeinflusst diesen Wert? Und kann ich irgendwas umlegen, dass ich das dann so erzeuge, dass ich da genau diesen Wert habe, dass der mir egal ist? Na, also da müsste man halt rückwärts gucken, wo man da auf den Wert kommt und allem. Da kommt das dann einfach von der Idee her. Gut, damit haben wir es auch im Prinzip. Eine Sache, die ich noch ganz schnell einmal ergänzen will, das hatten wir jetzt in den Beispielen nicht. Ich weiß nicht, ob es in der Hausaufgabe relevant ist. Deswegen angenommen, wir haben ja, genau. Angenommen, wir haben so ein KV-Diagramm. Oben links, oben rechts ist eine 1. Und wir wollen Einserschleifen bilden. Dann gilt eben das, was ich schon sagte, dass das Ganze auch wrappt, dass wir auch über die Kante hinaus eine Schleife bilden können. Und dann würden wir die beiden Einser halt dann so als Schleife bilden. Das geht auch oben raus und unten raus. Das vielleicht nur ganz, ganz, ganz grob zur Beschreibung. Wie man das aufschreibt, genauso wie alle anderen Schleifen, muss man eben halt eben gucken, was sind die Eingangsbelegungen. Nur halt, dass ihr eben das im Hinterkopf habt, dass ihr bei KV-Diagrammen auch oben, unten raus Zyklus habt und links und rechts raus einen Zyklus. Okay, so, dann tut es mir leid, ein bisschen länger heute, ein bisschen extrem viel auf dem Aufgabenblatt, aber ich hatte, wie gesagt, versprochen, wenn ich kann, dann mache ich auch bis zum bitteren Ende mit euch. Ich glaube, wir haben alles. Ich hoffe, ihr habt damit alles, was ihr braucht für die Hausaufgaben. Ihr kommt damit möglichst gut zurecht. Ich wünsche euch dann eine schöne Woche. Viel Erfolg bei den Hausaufgaben, bei allem Sonstigen. Und man sieht sich dann entweder nächste Woche oder sonst irgendwann bei einer Gelegenheit.